Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Hier ist euer Lebensberater Dennis Christian Bartke. Und für die, die mich auf Facebook und auf Instagram verfolgen, die wissen es auf jeden Fall. Mein Hörbuch ist da, Tagesbrise beziehungsfähig. Und es hat eine Spieldauer von 3,5 Stunden. Neben den Nachrichten, wo ja, Menschen mir schreiben, was mein Hörbuch in ihnen bewirkt hat und wie sie wieder zu ihren Emotionen zurückgefunden haben durch die Worte meines Hörbuches, bekomme ich genauso viele Mails rein von euch, wo ihr darum bittet, weil ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, wie so ein Hörbuch aussehen mag, dass ich doch mal bitte eine Hörprobe euch geben soll. Und die bekommt ihr jetzt in diesem Video. Und zwar bekommt ihr hier das komplette Vorwort mit einer Spieldauer von 10 Minuten und 48 Sekunden. Das komplette Hörbuch mit den 3,5 Stunden Spieldauer beinhaltet 18 Kapitel plus das Vorwort. Und ja, ich höre auf zu reden und lasse die liebe Vivian, die mein komplettes Hörbuch gelesen hat, jetzt sprechen. Denn das ist ja der Sinn dieses Videos und viel Spaß damit. Tagesbrise beziehungsfähig von Dennis Christian Bartke. Vorwort. Schön, dass du zu diesem Werk gefunden hast. Gerne möchte ich es mit dem Versprechen beginnen, dass jegliche Ängste darauf bezogen, dass du dich nun von deinem Partner trennen musst, wenn es gerade nicht so gut läuft und jemand dir dieses Buch als Hoffnungsschimmer in die Hände gelegt hat, völlig unbegründet sind. Die meisten meiner Ratschläge wirst du wie ein Déjà-vu-Erlebnis wahrnehmen und wunderbar in deine Beziehung einbringen können. Du bist wahrscheinlich bereits selbst über den einen oder anderen Gedanken gestolpert, dachtest dir aber, nein, das kann nicht richtig sein. Mit Liebe reiche ich dir meine Hand, begleite dich ein Stück und gebe dir die Zuversicht, dass es erwünscht ist und auch sicher, befremdliche Gedanken zuzulassen und diese in die Tat umzusetzen. Vielleicht bist du derzeit Single und fragst dich, was ein Buch mit dem Titel Beziehungsfähig dir persönlich bringen soll. Auch das werde ich dir auf den folgenden Seiten verraten. Denn der Mensch steht grundsätzlich in Beziehung zu anderen und vor allem zu sich selbst. Dieses Buch ist bewusst so geschrieben, dass sich alt wie jung oder auch alt und jung gebliebene wieder jung fühlen dürfen oder alt. Dieses jedoch nur im Sinne der dazu gewonnenen Erkenntnisse. Liebe ist die Antwort auf alle Fragen, denn mit der Liebe wurdest du geboren und sie begleitet dich dein ganzes Leben. Das wäre bereits ein schöner Schlusssatz, doch ich stelle ihn bewusst an den Anfang, denn aus der Liebe heraus entstehen viele weitere Emotionen und so finden auch gegenteilige Gefühle ihren Ursprung in ihr. Gegensätze ziehen sich nicht an. Sie erleben oftmals ihre Geburtsstunde ineinander, nähren sich voneinander und resultieren auseinander. Dabei darfst du immer bedenken, dass auch Hass aus der Liebe geboren wird. Und das verursachen wir immer eigenständig, denn wir sind niemals mehr als wir selbst. Zu meiner Person. Ich bin Dennis Christian Bartke, geboren am 8. Februar 1989 in Köln und sollte 28 Jahre jung sein, wenn du das hier liest. Für immer jung. Ich habe nach meiner mittleren Reife den Weg zur Bundeswehr gefunden, Feldwebellaufbahn, welchen ich aktiv noch immer bestreite. Aktuell darf ich mich Oberfeldwebel nennen, wobei das für mich irrelevant ist. Kommen wir also zu den relevanten Teilen meines Lebens. Zwischen meinem 13. und 17. Lebensjahr
war ich PC-spielsüchtig. Auch Konsolen habe ich schon immer gezockt. Meine erste große Liebe hat mich in der Grundausbildung nach anderthalbjähriger Beziehung betrogen und verlassen. Ich war sportsüchtig, Bodybuilding, und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte eine Woche auch 8 Tage haben können, um noch mehr Muskeln an noch mehr Tagen aufbauen zu können. Ich wollte aussehen wie Arnold Schwarzenegger, war aber zu keinem Zeitpunkt bereit, illegale Substanzen in mich hineinzuspritzen. Und somit hätte ich dieses Level auch nicht an 10 Trainingstagen die Woche aufbauen können. Natürlich investierte ich einen Haufen Geld in Nahrungsergänzungsmittel wie Eiweißpulver und Vitamintabletten, wollte aber auf Fastfood nicht unbedingt verzichten. Parallel zu meinem Sportkonsum und meiner ständig wechselnden Bundeswehrstandorte habe ich Dating-Apps wie Tinder, Lovo und Badoo für mich entdeckt. Somit konnte ich neben meinen wöchentlichen Disco-Besuchen, meines täglichen Gangs ins Fitnessstudio, egal wo die Bundeswehr gerade für mich einen Lehrgang vorgesehen hat, immer mit ein bisschen Feingefühl nach meiner Traumfrau suchen. Mein Eigenanspruch nach jeder verlorenen One-Night-Stand-Frau wurde natürlich immer höher. Somit hätte Frau Nummer 50 das Abbild von den 49 Frauen zuvor sein müssen, aber ohne die Fehler. Selbstfazit? Unmöglich. Da ich schon immer fasziniert war von Spielcasinos, alles blinkt und ich darf erst mit 18 Jahren dort rein und es geht um Geld, dauerte es also genau auf den Tag 18 Jahre, da hatte das Spielcasino auch mich in seinen Bann gezogen und hielt mich dort für 9,5 Jahre gefangen. Ende 2011 verlor ich meinen besten Freund durch Suizid. Zu dem Zeitpunkt war er gerade mal 27 Jahre alt. Für mich ist das bis heute unerklärlich, weil wir seelenverwandt waren, uns blind verstanden und ich bis zum letzten Tag kein Indiz wahrnehmen konnte, dass diese Handlung für mich nachvollziehbar machte. Dennoch weiß ich jetzt, wenn man ihn mir erneut vorstellen würde und dazu sagt, ihr werdet die besten Freunde und er wird sich am Ende das Leben nehmen, möchtest du das wirklich machen? Meine Antwort würde immer wieder ja lauten. Die Zeit mit ihm werde ich niemals vergessen. Wir sehen uns im Himmel wieder, Bro. Weil das alles noch nicht genug sein sollte, bekam ich dann am 1. April 2015 die Diagnose Hodenkrebs gestellt. Angstzustände und Depressionen waren mir bis dato nicht bekannt und schlugen mit dem Krebs in mich ein. Denn ich wollte noch nicht sterben. Der Tumor wurde entfernt, ich bekam ein Implantat. Und da mir die Natur 2 Hoden zur Geburt schenkte, ist das alles eigentlich gar nicht so schlimm. Eigentlich, denn ist der Krebs erstmal ausgebrochen, bekam ich vor lauter Vorsorgemaßnahmen gar nicht mit, dass er im Jetzt und Hier geheilt ist. Alle 3 Monate musste ich zum Urologen und alle 6 Monate in die Röhre zum MRT und CT. Im Anschluss zockte ich noch mehr und erhöhte auch die Zeit im Gym. Dazu stellte mich noch meine letzte Beziehung Ende 2015 bis Mitte 2016 auf eine gewaltige Probe, da meine Ex-Freundin auch allerhand Probleme mit in unsere Beziehung hineingebracht hat, über die ich mich natürlich als Mann, Ehrensache, erstmal kümmern wollte, bevor ich an mich selber dachte. Was natürlich nicht richtig ist. So sackte ich dann im April 2016 endgültig in mich zusammen. Das Interessante, ich war 27 Jahre alt und wir erinnern uns, mein bester Freund sollte nicht älter werden. Ich bekam so starke Depressionen und Suizidgedanken, dass ich auch Antidepressiva nehmen wollte, damit ich wenigstens nachts ein Auge zubekam.
Ich wurde ambulant von einer Psychologin einmal die Woche empfangen. Und gleichzeitig sollte ich vom 16. Juni 2016 bis 30. August 2016 in die stationäre Therapie gegen Spielsucht und Depressionen in der Sellus-Klinik in Hürth therapiert werden. Ich wusste, wenn ich diese Zeit nicht nutzen würde, in der ich krankgeschrieben bin und meine Psychologin, die mir an die Seite gestellt wurde, und die 10 Wochen Therapie, die ich absolvieren sollte, um mich zu ändern, dann würde ich heute höchstwahrscheinlich diese Zeile nicht an dich schreiben, sondern würde im Himmel mit meinem Bro chillen. Es sollte alles so sein. Und ich bin dankbar für jede einzelne Minute in meinem Leben. Und in diesem Buch erfahrt ihr meine Ansichten, die ich mir aneignen musste, um mich selbst aus dem Chaosdenken der Gesellschaft zu befreien. Du brauchst keine teuren Autos, um etwas zu sein. Du brauchst nur dich und dein reines Unterbewusstsein. Durch die Freilegung meines Unterbewusstseins habe ich es geschafft, einen Zugang zur vollen Energie, bestehend aus nichts als Liebe, zu erschaffen und wurde angewiesen von mir selbst, dir dieses Buch zu schreiben. Höre meinen Worten mit deinem Herzen zu und lausche achtsam zwischen den gesprochenen Zeilen, denn dort verbirgt sich so viel Wunderbares. Es werden weitere Bücher folgen, da ich meine Erfahrung mit euch teilen möchte. Danke für deine Zeit. So, ich denke, das gibt euch schon mal einen auf jeden Fall besseren Einblick in mein Leben, wovon ich berichte oder wo ich mich selbst mal befunden habe und wo ich jetzt bin. Tagesbrise beziehungsfähig. Weil mich auch immer wieder Menschen anschreiben und mich fragen: Dennis, was hast du denn studiert? Ich habe kein Abitur, ich habe auch kein Studium, denn ich bin Gefühle kann man nicht anstudieren. Gefühle kann man nur wieder beleben, indem man in der Praxis wieder zu ihnen findet. Und ich versuche, so gut ich das in Worte fassen kann, genau das mit meinem Hörbuch zu erreichen, dass du dich mit meinem Leben identifizieren kannst, mit den Situationen von meinem Leben identifizieren kannst, dass du dich in die jeweiligen Kapitel hineinfühlen kannst, um am Ende dich selbst in meinem Leben wiederzuerkennen und darüber im Klaren zu werden, was du vergessen hast. Denn das, was wir wirklich sind, ist nicht unser Körper, denn das, was wir wirklich sind, ist die Seele, die in unserem Körper wohnt. In dem Sinne, ich hoffe, das Vorwort hat euch gefallen und ihr habt Lust auf mehr bekommen. Habt keine Angst, hört euch diese 3,5 Stunden an, jeden Tag eine 1/2 Stunde, so wie ihr es aufnehmen könnt, und ich verspreche euch, dass ihr auf jeden Fall nach der Zeit euch besser fühlen werdet als jetzt. In dem Sinne, macht's gut, euer Lebensberater Dennis Christian Bartke. Ciao.